Hallihallo, Hallöchen und willkommen zu einer weiteren Folge von 4Ager. Heute wollen wir am besten mal ein paar Banken bauen wieder. Dafür brauchen wir Stahl. Was wir in der letzten Folge verbraten haben für den Obelisten. So, hier machen wir noch ein paar Gold. Haben wir kein Gold, alles klar. Wir haben kein Gold. Was ist das? Zeichen der Bewährung. Steine. Wow. Alter, ich habe 1000 Steine. 1000 Steine, das ist nicht... Kann ich die Steine verkaufen? Guck mal, hier liegt noch Gold rum. Und noch so viel Eisen. Und da liegt noch Gold rum. Da liegt noch ein Chili rum. Da ist noch eine Fee. Da ist noch Gold. Oh. Das war kein Gold. Oh, das ist Gold. Ich habe hier hart Goldmangel. Oh, hier wollte ich eigentlich auch noch einen Obelisten hinstellen. Obelisten sag ich schon. Hier. Bergbaulaser. Ich habe schon wieder keinen Platz für Stahl, wa? Okay, das kommt weg. So, das reicht aber nicht an Stahl. Ich brauche mehr Stahl. Ich brauche mehr Gold. Bumm. Und dann kann der ja weiter Stahl machen. Hat er nicht. Eisen. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen Eisen verkaufen, oder? Was kriege ich für Eisen? Eis. Achso, das war Erz. Ich muss ja wegen Baren gucken. Was kriege ich für einen Baren? 6. Pum. 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 Okay, 16 bringt er. Nicht 6, sondern 16. Weil wegen Deinflation. Ja. Also auf jeden Fall muss so ein Huhn noch ein goldenes Ei kacken. Ich brauche ein goldenes Ei. Und Knochen. Und ein goldenes Ei. Gold. Kein Platz für Gold. Guck mal, der räumt gut auf. Hier sieht das mittlerweile echt gut aus. Das Hühnchen. Ich hatte ein goldenes Huhn. Vor Ewigkeiten an Folgen. Ein goldenes Ei hatte ich. Nicht Huhn. Goldenes Ei meine ich. Das habe ich verkauft, weil ich dafür 500 Münzen gekriegt habe. Und seitdem... Weil er will ein Ei. Ein goldenes Ei will er. So, hier wollte ich auf jeden Fall jetzt noch einen Obelisten hinstellen. Ach, ich sage immer Obelisten. Weil er immer aussieht wie so ein Obelist, weißt du? Der sieht immer aus wie so ein Obelist. Ich meine natürlich den Bergbaubohrer. So, ich brauche Kohle. Ich habe schon wieder keine Kohle. Ah, immer dieses Warten. Pup, 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 pup. Pup, pup, pup. Und hier kam auch erst ein einziges Mal einen Anker raus. Seitdem habe ich auch keinen Anker mehr. Oh, die schwarzen Blumen brauche ich ja noch. Warte mal, stimmt ja auch. Schwarze Blumen. Da ist eine. Pum. So. Da wächst gerade eine. Dann können wir die Tasche vergrößern. Hier ist auch alles schön am Basteln. Ich brauche immer noch Gold. Ich habe so einen Goldmangel hier in dem Spiel. Ich habe auch kein Golderz, weil ich kein Golderz einsammeln kann, weil meine Taschen voll sind. Hier liegt überall noch Golderz rum. Kann ich das wegfordern? Den letzten kann ich ja löschen. Pum. So, jetzt muss ich überall das Gold einsammeln. Guck mal, da liegt noch Gold und da liegt noch Gold. Und du? Und du? Ihr zwei? Guck mal, hier fliegt auch noch Gold rum. Plum. Hier ist noch 5 Gold.
Und du? Auch kein goldenes Ei. Okay, jetzt habe ich ja erstmal ein bisschen Erz eingesammelt. Kann ich ja neue Dings machen. Wie viele Weizen haben wir dann? Mit Weizen kann ich auch hier... Wow, 10 nur. Für Stahl? Lavendel. Okay. Ich habe auch einen Goldmangel. Hast du das Spiel auch? Link Player? Also spielst du das Spiel auch aktuell? Oder meinst du, real hast du einen Goldmangel? Da habe ich nicht nur einen Goldmangel, da habe ich auch einen Silbermangel. Hühnchen, Hühnchen. Also viele Glibberschleime sind hier schon wieder auf der Karte unterwegs. So, weg mit dir. Wie viele Schleime habe ich dann? 419, oder? Ich hätte mit mehr gerechnet. Du hast auch kein goldenes Ei. So, ich baue jetzt hier nochmal so ein... mir fehlt immer noch Stahl. Nein, habe im realen Leben habe ich einen Goldmangel. Ja, ich auch. Ich habe auch Kupfermangel. Silber und Kupfer. So, und jetzt noch ein bisschen Stahl. Plup, 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 plup. Plup, plup, plup. Kann ich hier jetzt wenigstens mal meine Dingsen weiterbauen? Eins. Und mir fehlt Holz, natürlich. Aber einen Bergbau, ja, den kann ich mittlerweile bauen. Den knall ich einfach hier hin. Dann kann er hier die Karte aufrollen. So. Da hast du dein goldenes Ei. So, hier wird auch aufgeräumt. Hier wird aufgeräumt. Hier würde ich gerne ein... Huch. Ich weiß noch nicht, dass ich kein goldenes Ei kriege. Aber einen Anker habe ich gekriegt. Ich kann den Anker verkaufen. Wuhu. Plum. So. Mal eben überlegen. Ich brauche noch eine Lavendel. Oh, hier liegen. So viele. Kommt her hier. Pups, pups, pups. Pups, pups. So, Knochen ohne Ende. Jetzt müsste ich eigentlich die Tasche basteln können. Tasche, Tasche, Tasche. Ach, 20 Nachtschatten. Ich dachte nur 10. Tja, falsch gedacht. Und hier? Hm, hier noch ein bisschen Stahl. Hier die P natürlich. Ich habe wieder keinen Platz für Gold. So. Jetzt habe ich wieder Platz für Gold. Hab ich. Ich habe Goldbahnmangel, sowieso, wie immer. Hi, Bruders. Ciao. Ja, hallo und tschüss, Sam. Ein paar Ziegel brauche ich auf jeden Fall. Doch nicht nur ein. Was mache ich denn da? Machen wir einfach mal 30, 29. So. Lass mich mal überlegen. Dafür brauche ich Goldbarren. Davon brauche ich noch alles. Okay, okay, okay. So, mit dem Geld müsste ich eigentlich neues Land kaufen können. Neues Land.
Ja, für 1000, 1000. Das sehe ich nicht. 1100. Plum. So, gucken wir uns das mal an. Hui, hui. Und du hast ein goldenes Huhn. Ach, goldenes Ei. Nein, du auch nicht. Du aber. Nö. Okay, hier müssen wir eine Brücke rüber bauen. Plum, plum. Plum, plum. Plum, plum. Kann man da rein? Kann man nicht. Doch, kann man doch. Die Schädelgalaxie. Sag nicht, hier kann man auch noch. Nee, kann man nicht. Ich hab gedacht, hier kann man jetzt auch Länder kaufen. Sanft für die Haut, aber stark genug, um Stein zu brechen. Oh, das ist ein Rätsel. Sanft für die Haut, aber stark genug, um Stein zu brechen. Was könnte es sein? Sanft für die Haut. Ein Stück Fleisch. Wenn du damit lange genug auf ein Stein haust, ist das Stein bestimmt irgendwann kaputt. Die Kacke? Nee, also sanft für die Haut. Aber stark genug, um einen Stein zu brechen. Wasser? Aber wo soll ich denn Wasser herkriegen? Ich habe ja kein Wasser. Oder soll ich da reinspucken? Das ist ja aktuell, was ich so kriege. Gucken wir uns mal das nächste an. Was Kraft und Stärke nicht schaffen, darüber können meine Zähne nur lachen. Ah ja. Ich überlebe aus großen Höhen, doch unter Wasser sterbe ich. Aha. Ich lebe ohne Atem, bin kalt wie der Tod, bin niemals durstig, aber trinke immer. Ja, erzähl mal. Du kennst die vier Rätsel und einen Fisch. Ich guck nochmal. Ich lebe ohne Atem, bin kalt wie der Tod, bin niemals durstig, aber trinke immer. Der Fisch. Cool, dass ich gerade keinen Fisch dabei habe. Ich hole mal einen Fisch. Hui. Wenn das stimmt, dann musst du gehen. So, hier ist ein Fisch. Was schmeiß ich dafür weg? Die Dinger hier. Plum. So, da haben wir den Fisch. Ach hier, und Seetank habe ich auch noch. Seetank könnte vielleicht wegen dem Wasser sein. Aber ein Seetank macht ja keinen Stein kaputt, oder? So, ich pack mal hier einen Fisch rein. Okay, er liegt drauf. Ob das jetzt richtig ist? Ich pack mal hier eine Blume rauf. Also, und hier packe ich eine Blume rauf. Und hier packe ich eine Blume rauf. Also, ich habe keine Ahnung, ob Fisch richtig ist. Ich überlebe aus großen Höhen. Und ja, also da könnte Blume sogar tatsächlich richtig sein, oder? Weil wenn du eine Blume aus dem Flugzeug wirfst, der passiert ja nichts. Aber unter Wasser ertrinkt sie. Also ich würde sagen, die Blume wäre richtig. Die ich ja ganz random raufgesetzt habe. Ich würde sagen, Blume. Was Kraft und Stärke nicht schaffen, darüber können meine Zähne nur lachen. Was Kraft und Stärke nicht schaffen.
Also die Zähne zerkauen das anscheinend, aber sonst kannst du es nicht. Weiß ich nicht, eine Chili? Oben vielleicht Fleisch. So, aber hier. Sanft für die Haut, aber stark genug, um Stein zu brechen. Ein Ei? Nee, ein Ei macht, kann ja keinen Stein kaputt machen. Sanft für die Haut, aber stark genug, um Stein zu brechen. Leder? Also ich weiß nicht, was sanft ist, aber einen Stein kaputt machen könnte. Das ist mir gerade... Man weiß ja auch nicht, selbst wenn jetzt zum Beispiel, ich sag mal, keine Ahnung, die Kacke ist richtig, sag ich jetzt mal. Weiß man ja nicht mal, ob das stimmt. Weil es kommt ja kein Düdüd. Also ich kann ja mal den Seetank holen und das mal mit dem Seetank ausprobieren. Seetank ist ja so wasserartig. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber läuft ja nicht weg. So, ich brauche auf jeden Fall immer noch Stahl. Und immer noch Gold. Und Stahl. Und Geld vor allem auch. Fisch, 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 Fisch. Und erstmal die Insel hier wieder sauber machen. Ich habe vor allem so viel Topas mittlerweile schon. Also Kristalle. Oh, gleich gibt es auf jeden Fall ein Level. Kann man wieder was Neues lernen. Jetzt wird erstmal gefordert. 41 Fische, ey. So, erstmal wieder Gold. Ach, hier ist schon wieder kein Platz für Gold. Hier, den Seetank verkaufen wir mal. Und das Fleisch verkaufen wir mal. Das Geld nehmen wir natürlich mit. Die Fee auch. Hier liegt auch noch Gold, da liegt noch Gold. Wenn man keinen Platz für Gold hat, dann kann er die auch nicht automatisch einsammeln. Das ist natürlich doof. Nicht einer wirft ein goldenes Ei ab.
Oh, der hat aber saubere Arbeit hier geleistet. Vor allem die werden immer teurer, je mehr ich baue. Jetzt kostet das mittlerweile schon 7 Stahl. Dann holen wir uns mal Stahl. 4 Stahl haben wir ja. Oh, 60 Chili. Samt. Hier den Fisch verkaufen wir mal. Plum. Kaktusfrüchte. Kaufen wir auch mal. Ui, ein Level. Da habe ich jetzt mittlerweile genug Bäume mal wieder gesammelt, damit ich hier unten mal zu Ende bauen kann. Ja. Pum, pum. Und die Fischfalle da rein. Nein, das geht nicht, weil ich im Weg stehe. So, Fischfalle, pop. So. Dann ist das schon mal voll. Und jetzt den Skillpunkt nicht vergessen. So, da würde ich sagen, die Logistik. Wegen dem Bergbauleiser, dann können die mehr abbauen, dann haben die mehr Reichweite. Oder? Oder einen Schreibtisch. Oder eine Schaufel und eine Windmühle. Bogen, Pfeile, Juwelen, Feuerschalen, Küstenbohrer. ...20% Chance auf doppelte Items. Fabriken, Herstellung, Laser, Bergbaulaser verursachen doppelten Schaden. Ich will alles lernen. Okay, ich mache jetzt einfach mal just for fun einen Schreibtisch. Einfach mal gucken, was der überhaupt bringt. Schaltet Schriftrollen des Lehrlings frei. Aha. Dann zeig mal her. Was kann ich jetzt bauen? Holz und Ziegel. Hier kommt jetzt ein Schreibtisch hin. Womit ich Papier herstellen kann. Ausrüstung. Papier und Feen. Ich baue mal dieses Buch da unten. Dafür brauche ich 5 davon. Und 5 davon. Dafür brauche ich Platz. Plum plum. Dann verkaufen wir mal eben den Fisch. Plup. Und sammeln das Papier ein. Dafür brauchen wir auch noch Platz. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was verkaufe ich dafür? Was verkaufe ich dafür? Die Kacke. Nein, Kacke brauche ich für Landauffüllung. Die Eier. Pum. So. Dann jetzt das Buch. Mal gucken, was das bringt, das Buch. Wofür der Schleim? Oben Fleisch, Fleisch. Wofür der Schleim? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe die Hoffnung, dass man den Schleim irgendwann noch gebrauchen könnte. Aber dann könnte ich auch neuen Schleim holen, ne? Pum. Ach, das Geld. Hui. Oh, 2.500. So, was ist mit meinem Buch? Ach, das Buch braucht ewig. Ah, ne, ist gleich fertig. Da rennt die grüne Leiste lang. Erfahrungserhalt um 15% erhöht. Na, siehst du, jetzt gibt's 15% mehr Erfahrung. Und dann kaufen wir uns mal eben Land.
So. Kommen wir hier. Und da oben. Zwei neue Ländereien. Wir geben nochmal Gold im Auftrag. Und Stahl im Auftrag. Ja, dann sollte man das aber auch in Auftrag geben. So. Alles klar. Hier. Nein. Den natürlich auch noch wieder aktivieren. Der gibt auch nochmal mehr Erfahrung. So, und du blödes Huhn hast schon wieder nichts Goldenes an dir. Und du? Und du? Und du? Das gibt's doch gar nicht. Und du? Ey! Aber kein Platz. Ein goldenes Ding. Hier, zwei Eier. Ein Ei. Plumm. So viele Schleime hüpfen da schon wieder rum. Ein Ei, ich hab ein Ei für dich, Opa. 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 Das ist nicht gerade überwältigend. Was? Daraus wird kein netter Vogelfreund schlüpfen. Und essen kann ich es auch nicht. Und mehr können Eier nicht. Das war wirklich enttäuschend. Hilf den alten Mann. Oh, jetzt brauche ich einen Schlüssel. Okay, hier baue ich erstmal nochmal so einen Obelisten hin. Also so einen Bergbautypen. Hier so, ne? Pum. Dann kann er da auch alles abbauen. Jetzt brauchen wir erstmal einen Schlüssel. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Es ist schon wieder soweit. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und lasst mir noch ein Abo da. Bis bald. Ciao.